herzlich willkommen zurück. Und ja, warum haben wir einen Rennwagen? Weil wir natürlich ein Rennen machen können, wenn wir neu starten. Ja. Erstmal Prost zu meinem neuen Getränk. Ist auch gar nicht übertrieben groß oder so. Von eine gewisse Marke. Was? Naja, egal. Prost, würde ich mal sagen. Ab dafür. Ach. Ist nicht übertrieben groß, nein. Das ist riesengroß. Das ist riesengroß, Mann. Das ist doch nicht groß. Das ist riesengroß. Wieder meine Fresse. Ja, mein Bro ist heute auch dabei. Oder hallo. Das heißt heute, wieder. Also jetzt so. Der kam, ist ja eben gerade vorbeigekommen. Ja, ich kam gerade vorbei. Ja, um 18 Uhr, naja gut, geht dann. Gut, machen wir mal ein Rennen, wo mein Bro mit kommentieren kann. Na. Ja. So. Rennen angenommen. Fahr zum Hotspot, um den Schwierigkeitsgrad anzuwählen. Was machen wir denn jetzt? Fahr mal auch schwer. Schwer? Ja, auf schwer. Ist das dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Fahr auf schwer. Das will ich sehen. Alter. Ich will sehen, wie du failst. String. Ich string mich an. Deine Witze werden immer schlechter. Auch zu schreien. Meine Fresse. Schreit mich hier an. Mein Bruder schreit mich an. 70? Ich hatte doch 100. Warum? Das ist ein Mobbing-Spiel, Alter, wie die Reifen geflogen waren. Das ist ein Mobbing-Spiel. Ich hatte doch 100. Na gut, 70 reichen auch, aber... Jetzt sieht man, dass es schwer ist. LOL! Was war das denn gerade? Alter. Na, bis jetzt fährst du ja mal nicht schlecht. Drei Runden. Ah, dritter. Ich muss schon kämpfen. Ich muss schon kämpfen, Leute. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss schon echt kämpfen. Wow. Oh, du warst schuld. Warum ich? Weil du schuld hast. Warum denn? Fahr mal wie ich. Ja, ich soll wie du fahren, natürlich. Da reden wir mal drüber. Ich war ja nur meistens nur bei Flap auch. Daher bin ich nicht so gut. Das merkt man. Deswegen auch dritter. Wenn ich anstrenge, bin ich vierter. Ja, natürlich. Logisch. Das kann ich doch so vergessen. Das sah ja lustig aus. Hatte eine Runde noch und ich soll das schaffen. Das ist doch ein Mobbing, Alter, ganz ehrlich. Sorry. Da brauche ich gerade noch ein Glas. Kann ich auch ein Bier trinken? Du kriegst kein Bier. Warum? Du bist noch nicht volljährig. Ich bin volljährig, du Arschloch. Alter, keine Beleidigung hier. Das ist doch... Mensch. Ach ja, ist er doch volljährig. Sonst hätte er mir kein Bier letztens holen können. Na, sag ich doch, Mann. Naja. So, wo ist Maya bei Mittel, ne? Weil... Wenn's ja sein muss. Ja, gar nicht. Ich habe jetzt zweimal angesetzt und so wenig erst weg.
Trink das doch mal auf Ex. Ich kann das nicht im Einzug austrinken. Warum? Und wie würde ich denn hier sitzen? Das sah ja lustig aus. Ich kann hier nicht sitzen, als wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht. Was müsste ich denn kotzen? Weil so viel Bier mal trinken, das kann ich nicht. Kann zwar ein paar Schluck mit mal trinken, aber ein ganzes, also zwei Bier, sind ja zwei Bier drin in dem Ding. Alter, das könnte ich nicht. Wer es schafft, hat meinen Respekt, aber sonst kann ich nicht. So, machen wir mal wieder Sportwagen. Ach, muss ich mein Nitro aufladen, wenn ich es nutze? Natürlich. Alter, ihr habt doch gelitten, ey. Muss ich das jetzt aufladen? Geht's noch? Warum? Vor allem, wie wird das denn nachgefüllt? Hier kann ich doch nur kaufen, das andere habe ich doch gekauft. Hä? War was? Wie? Hä? Wie kann ich denn? Wie? Was? Uni? Nee. Alter, ich kriege eine AK-47, eine Uzi, Schrotgewehr, eine Pampa. Alter, das ist schon mal nicht schlecht. Also sieht man hier unten gerade. Da unten. Ich weiß nicht, ob mein Cock gezeigt. Wenn du überhaupt einen hast. Gerade, aber. Geht es. Naja. Achso. So ein Ding, was da gerade blinkt. Also das Ding hier. So einen habe ich. Der ist zwar nicht echt. Werdet ihr aber sehen. Kann ich euch mal zeigen. Kannst du mal weitermachen? Ja, es geht auch gleich weiter. Mensch, wo? Oh, mecker nicht mal rum. Das ist nämlich der hier. Der ist nicht echt. Der Lauf ist zu. Sieht man eigentlich auch. Sieht man es glänzen? Nee. Langweilig. Ja, sieht man glänzen. Also der ist zu. Die kommen so, ja, Zündplättchen glaube ich nicht, also das knallt nur, wenn man denn damit schießt. Und kann auch ein paar Tricks damit schon. So, ist zu. Kannst du mal weitermachen? Meine Fresse! Ja, es geht doch gleich weiter, Mann. Wow, beruhig dich. Ich wollte dir nochmal was zeigen. Nicht gut. Also kann er gut mit um. Was sind schnell, glaube ich. Naja. Gut, lassen wir das. Oh! Ups. Manche wissen ja, dass ich ein kleiner Waffenfreak bin. Ja. So, gehen wir mal zurück. Verlassen die Garage, weil sie mich mit der Tiefgarage betrogen. Den hast du tausendmal schon gebracht. Ja, ich weiß, dass ich das tausendmal gebracht habe. Meine Fresse. Meckert doch nicht mal rum. Ich muss immer meckern. Was der da an meckert, ne? Alter. Das ist unfassbar. So, darum will ich noch was Schluck trinken. Kann ich auch ein Bier trinken? Du musst auch einen Schluck trinken? Ja. Na gut, denn hier. Oh, danke schön. Meine Fresse. Aber trink mir nicht alles aus. Ah. Bitteschön. Dankeschön. Siehst du, so nett bin ich auch mal zu meinem Büro, dass ich immer Bier abgebe. So, jetzt trinke ich aber selber hier.
Musst du mal rülpsen? Du Schwein! Sorry, Leute, alte Gewohnheit. Wenn ich nicht aufnehme, dann mache ich das immer, weil ich auch alleine bin. Außer mein Büro ist hier. Obwohl, bei dem mache ich das auch. Genau! Der schreit mich zwar genauso an, als wenn ich dann Let's Play mache, aber... Naja, bei seiner quietschigen Stimme einfach. Ich habe keine quietschige Stimme! Boah. Schrei nicht immer ins Mikro, Alter. Das Mikro geht ja, ist doch so. Arsch. Das habe ich neu gekauft, Mann. Meine Fresse. Meine Fresse. Ja, ich habe schon das Mikro gehabt vorher, und weil ich das schon vorgehabt habe. Das ist ja unfassbar, ey. Na gut. Lassen wir es. Oh. Rülpst nicht immer nach innen. Ja, nach innen rülpsen ist... Nach innen rülpsen ist auch besser, als wenn ich jetzt so rumblöke. Na gut. Also beruhig dich. Na gut. Hast recht. String. Mittel. Mittel zum Zweck, den kennen wir ja. Drei Runden. Los geht's. Ich hab sieben. Na gut. Aber warum das weniger wird, ist mir schleierhaft, ganz ehrlich. Ist mir echt schleierhaft, ich verstehe das nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Auto! Hey, fahr doch mal ordentlicher! Ja, Mann, hört auf zu meckern, Mensch. Mein Bro nervt. Ich nerve dich, das ist so die Wahrheit. Ich versuche doch hier ordentlich zu fahren. Und nein, das liegt nicht an dir. Boah, das Glas ist so groß. Na gut, eins habe ich fast... Ach nee, das, mein Bro hat ja noch einen Schluck getrunken. Schmeckt scheiße. Sag mal, wieso meckerst du jetzt über das Bier? Das hat die Scheiße geschmeckt. Doch, das war ekelhaft. Ich kann mir halt nichts anderes leisten im Moment. Wenn du was anderes trinken willst, dann kauf dir das selber. Das ist so teuer. Ich trinke das lieber bei dir. Weißt du, kommt her, säuft mir alles weg und wieso alles weg? Sauf mich, sauf weißt du, nichts weg. Und beschwert sich im Nachhinein, weißt du? Sonnenleute mögen wir ja alle, ne? Alter. Halt doch mal das Maul! Ich sauf dir nichts weg! Ja, jetzt schweigst du, ne? Siehst du, wow! Was war das? Dieses scheiß Nitro immer! Das kotzt mich so an! Immer wenn man zweimal drückt hier, dann kommt Nitro. Und wenn man das nicht will, dann geht das trotzdem. Wieso haben die das einprogrammiert? Das ist doch blöd. Warum gibt es denn die Taste denn, dass man Nitro aktivieren kann? Das ist so schwachsinnig. Das geht nicht. Das ist unfassbar. Ja, was ich für einen Vorsprung habe. Du spielst im Mittel, Mann. Was willst du erwarten? Ja, ich weiß, ich spiele im Mittel, Mann. Ist ja gut. Ist ja unfassbar, ey. Achso, was ich vergessen habe. Du hättest mich auch mal dran erinnern können. Mann. Weil mir ist aufgefallen, dass ein wenig zu laut ist. Bei wegen Reden und so. Lassen wir das gerade mal so. Lassen wir das mal. So. Ich hoffe, so ist das besser. Weil wegen Quatschen und so. Ich bin ganz schön leise geworden. Das ist ein bisschen blöd. Also besser, als wenn ich jetzt ins Mikro brülle. Das wäre auch nicht schön. Das wäre auch nicht schön, das, obwohl ich das schon auch mal schon etliche Male gebracht habe. Aber das Mikro ist auch sehr empfindlich, sag ich mal. Das ist ein Studio-Mikro, das... ja. Halt! Bremsen, bremsen, bremsen.
weil man weiß ja, auch wenn es schon wieder gedamaged ohne Ende ist, aber, ne? Vielleicht können wir ein bisschen Motor-Tuning machen. Bei dem Quietsch. So. Reparieren müssen wir erstmal auch wieder. 2110. 2110. 89. Warum steht da mein Baujahr? Weil das eine Höllenzahl ist, haha. Warum steht da mein Baujahr? Da sind nur Vollspasten geboren. Ey, das ist ja unfassbar. Ja. So. 2021. Oh, eine schöne Zahl. So, was können wir da noch für Ersatzteile kaufen? Karosserie. Ah, die eine hatten wir ja jetzt, ne? Die, obwohl die sieht auch nicht schlecht aus, ne? Weil die eine hatten wir. Lassen wir das. Nächster Motor. 2. Stufe 2, was kostet das? 500 los? Okay. Wieso habe ich Aufhängung und Bremsen? Einstellbare Federn. Ich habe auch einstellbare Federn. Und zwar in mein Kopfkissen. Und zwar kann man bei den Federn einstellen, wie weich die sind. Ist super. Das sind moderne Federn einfach. Von modernen Gänsen. Das sind moderne Gänse, weißt du, gerade weil die Gänse, die können dann auch selber ihre Federn, die Weichheit einstellen. Wenn sie zum Beispiel vom Haus fallen oder so, dann können sie ihre Federn ausfahren. Sie klatschen dann auf den Boden auf und ditschen und federn gleich wieder zurück. Aufs Dach quasi. Und so weich sind die einfach. Und... Musst du mir so viel Scheiß erzählen? Ich weiß, ich erzähle Scheiße. Meine Fresse, lass mich doch mal Scheiße erzählen. Meine Herren. Mein Büro regt sich auch über alles auf. Ist ja nicht zu glauben. Einstellbare Stoßdämpfer. Naja. Bodenfreiheit. Bodenfreiheit, ja. Naja. 200. Boah. Wenn ich mal fürs Tuning investieren einfach. Was ein Spritz. Aber jetzt habe ich ja alle... Habe ich den jetzt komplett getuned? Nee. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Jetzt ist er voll aufgerüstet, ey. Außer Nitro, das ist immer noch so komisch. Aber sonst... So, jetzt sehe ich den Andeck wieder aus. Oh, sieht der scheiße aus, Alter. Ah, schon besser. So, jetzt machen wir auch weiter, ne? Bevor mein Büro wieder meckert, dass wir das zu lange in der Garage verbringen und ja. Wir werden erstmal in der Karte verbringen, weil ich bin eine Mission so eine letzte Chance. Du hast auch eine letzte Chance, aus der Karte rauszukommen. Und ja, ich habe auch eine letzte Chance, das Display wieder gut zu machen, weil ich so viel in der Garage gemacht habe. Ich weiß das. Ah. Mein Büro, der regt mich auf. Geldtransport. Auftragsklau. Leicht? Nee. Geldtransport? Less. Machen wir das mal. Ich hoffe, dass ich da nicht so lange fahren muss, sonst muss ich das schneiden. Ne? Einfach reinschneiden, wie so ein Emo. Das Ich bin ein Let's Play-Emo. Ich muss immer alles reinschneiden, weißt du?
Oh Mann. Diese Witze, ey. Die bringen ihn noch ins Grab. Und nicht erst. Nee. Ich hab'n... Alter, wie sah der denn aus? Wie hat der denn noch rumgehampelt? Alter. Ah, jetzt kommen wir... Oh. Aber sowas erinnert mich wieder daran. Das ist ja Let's Play Creepy Driver Parallel Lines. Ne? Also passieren ja auch Sachen, die ein bisschen ekelhaft sind. Oh. Zum Beispiel Rülps. Du sollst nicht mein Let's Play Rülps, du Arsch. Sehr ekelhaft. Vor allem, wenn man es nicht merkt. Warum... Nein, ich will jetzt diese Mission nicht machen. Auch wenn ich in der Nähe bin. Aber ich habe mir dann eine Mission ausgewählt, die ich machen möchte. War schon wieder ein Bulle. Ich komme kurz. Sogar zwei. Das sind sogar zwei Bullen. Was geht? Gute Feuerwehr. Oh, Feuerwehr. Hat er es abgebogen? Der andere nicht. Der kommt nicht auf mich zu. So. Oh, jetzt wartet der noch an der Ampel, Alter. Nein, gelb. Ist gelb. Fahr. Ach. Ja, jetzt fährt er schnell. Jetzt fährt er langsam. Alter. Du darfst zu rupen da hinten. Auch wenn das ein bisschen spät kommt, aber... Bäh. Verdammt, ich muss ja den Pfeil folgen. Die Leute, die manchmal so... Oh, Alter, das... Die Leute manchmal, die sehen so ekelhaft aus. Aber im ersten Part war das ein bisschen viel mit I und Ba und... Das habe ich schon auch schon gemerkt. Das tut mir auch leid, aber... Ist trotzdem sehr ekelhaft. Und... Oben, wieso? Ach, muss ich jetzt auf einer anderen Insel oder was? Oh, Leute. Ich kann auch nicht umziehen. Ich kann die mit keiner Taste umziehen. Was? Ach, P. Blutschweinen Penis. So, gedisst. Ich habe auch keine Weine, ey. Erstmal muss ich hier was auswählen. Straßenrennen, Guardian. Auch wenn da mit T siehst du umsteht. Muss ich hier jede Taste mal ausprobieren. Weiß ich nicht. Da. Geldtransport. Kann ich auch mal machen, Geldtransport, danke. Wisst ihr was, Leute? Ich mach mal eins. Wir sehen uns, wenn ich vor der Aufgabe stehe. Damit das nicht allzu lange dauert. Bis gleich.